Gründlich durchgestylt, steht er da und wartet auf den Pfiff. Alles klar, Experten streiten sich um seine Daten, die Gegenspieler sind nervös am Warten, doch der Shootout läuft. Effektivität bestimmt das Handeln am Elfmeterpunkt. Mir gibt das Bangen, jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist im Stress, doch Torwartin macht einen Scherz. Dann hebt er ab und völlig losgelöst von dem Strafraum fliegt ein Torwart völlig schwerelos. Die Anziehungskraft hat er überwunden, alles läuft perfekt. In den Kaprunden keine taktischen Experimente, denn was nützen die? Am Ende denkt sich Torwartin auf des Gegners Bank, da wird man panisch, der letzte Pass vom Tor, der klappt ja gar nicht, Torwartin ist nicht zu überwinden und Hamburgs Moral bereits am Schwinden, so spielt er Pokal. Dann hebt er ab und völlig losgelöst von dem Strafraum fliegt ein Torwart völlig schwerelos. Wiese! Der Volkspark schimmert grün, Tim hält den Schuss und wir fahren nach Berlin. Und dann sein Sport. Wiese macht einen Sprint über das ganze Spielfeld in die Werder-Kurve. Tim Wiese ist der Matchwinner. Hinten Geifern noch, die Journalisten, Torwart Tim denkt sich, wenn die wüssten, mich führt hier die Pflicht. Und mein Verein und bei Werders Fans will ich jetzt sein. Und wer holt mich heute noch ein? Fliegt weiter, völlig los.